Hallo, liebe Leute und Freunde vom Kaschmobil. Ich möchte gern heute ein Video vorstellen, wo nochmal alles ein wenig erklärt wird. Ich habe das herausgeschnitten vom Crazy Camping in Bad Waldsee und erkläre einfach mal ein wenig, wie das alles so halbwegs funktioniert mit dem Kaschmobil und dem Anbauzelt von VD. Ich denke mal, da wird so der ein oder andere ein Interesse dran haben. Ich kann es nur weiterempfehlen. Es ist prima als Anbauzelt, wenn jetzt Regen oder Wind ist. Und gerade so wie ich das jetzt mache mit dem Qashqai, sprich PKW, SUV, solche Unternehmungen wie 3 Wochen Urlaub im Auto mache, ist das, denke ich mal, angebracht, wenn man einen festen Campingplatz ansteuert. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, ist das nicht so geeignet, um sich irgendwo auf dem Parkplatz für eine Nacht aufzubauen. Ich denke mal, da ist der Aufwand zu hoch. Aber generell ist es ein gutes Zelt, schnell aufzubauen, nimmt wenig Platz weg, es ist leicht vom Gewicht her und guckt es euch an und entscheidet selber, was ihr für gut und für schlecht befindet. Also ich kann es nur empfehlen, bin zufrieden damit. Es ist ein bisschen in der Anschaffung teurer als vielleicht so manch anderes Anbauzelt. Kann zu der Qualität leider nichts sagen von den anderen Zelten, bin aber von dem VD Drive-Wing Zelt sehr beeindruckt und überzeugt. Also am besten guckt es euch an und beurteilt selber. Anglerzelt sehen, das ist ein Mitnimmsel, wenn ich jetzt mal unterwegs bin und einfach mal zum Strand gehe oder so. Und ja, da habe ich einfach mal ein bisschen was aufgebaut. Mein Kaschmobil mit meinem Fahrrad, was ich dann auch gerne mal vermiete, oder nicht vermiete, sondern verleihe, einfach halt, wenn einer das braucht, so wie ich, dann ist das okay. Das bin ich, habt ihr gesehen. Winke euch zu, das ist dann schon gleich die Fahrerseite, wo ich auf der hinteren Sitzebene praktisch alles ausgebaut habe, ein Gestell reingebaut habe, jetzt mit einer Energieversorgung, da ist eine Zusatzbatterie drin und mit sämtlichen Anschlüssen, mit Anschluss auch direkt zur Lichtmaschine nach vorn, ansonsten wird es über Solar geladen. Einen WAM-Melder für Gase, wenn für wirklich mal jemand da der Meinung ist, der muss da was reinsprühen oder es ist Gasaustritt von einem Kocher, dann habe ich diesen Wammer mit drin. Also ist schon praktisch. Bisschen Stauraum, dieses Brett unter der Matratze kann ich verstellen, damit ich die Sitze hin und her schieben kann. Und ja, meine Lampe. Alles, was man so braucht und sich irgendwann mal entwickelt hat. Das Zelt mit den Schnüren, da habe ich mir ein paar Wimpel dran gehängt. Das ist immer eine Stolperfalle im Dunkeln. Und somit kann man dann schon mit diesem Pink sehen, wo man lang stolpert oder nicht. Ja, das ist dann, wie gesagt, das Innenleben des Zeltes, wo ich dann meinen Kocher präsentiere. Ich habe dann einen Tisch dabei. Ich kann meinen eigenen ausfahren. Der ist integriert hinten im Kaschmobil. Dann kann ich mich da reinsetzen und kochen, habe den Kühlschrank und bin einer Fernseher, hat alles. Das kann man alles da nehmen. Mein Panoramadach ist schon sehr schön, wenn man da liegt. Wenn die Dachbox nicht so viel Platz wegnehmen würde, könnte man schön den Sternenhimmel sehen. Aber so muss man vorbeiluchsen und sieht auch ein wenig Sternenhimmel. Ist schon schön, sofern die Sterne da sind. Und wie gesagt, es ist luftig, es ist nicht zum Schlafen gedacht, das Zelt. Es ist ein Anbauzelt für schlechte Tage. Wie gesagt, die tollen pinkfarbenen Bänder als Stolperschutz für diejenigen, die dann dort lang laufen und das rechtzeitig sehen können. Ja, mein Kanister oben drauf, das sind 20 Liter, der steht in der prallen Sonne, wird erwärmt. Dort ist eine Pumpe drin. Ich habe einen handelsüblichen Schlauch mit Gardena, um mal jetzt keine Werbung zu machen, Anschluss dran mit Brause und kann mich somit duschen. Der Kühlschrank, der unter dem vermeintlichen Sitz eingebaut ist, der ja nicht mehr da ist. Wie gesagt, habe alles rausgeruppt.
Unten drunter das Stauraum, der hat 32 Liter Fassungsvermögen. Funktioniert auch wunderbar mit der Zweitbatterie. Also es läuft durchgängig durch die ganze Zeit, wo ich im Urlaub bin, die 3 Wochen. Es gibt mal Momente, wenn jetzt wenig Sonne ist oder wenn es dolle heiß ist, dann gibt es schon mal ein bisschen Probleme. Aber gut, ich habe nicht allzu viel Ampere. Ja, so sieht das aus mit meinem Zelt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig den Einblick geben und es hat euch ein bisschen gefallen. Fragen könnt ihr gern. Ich bin jederzeit irgendwo zu erreichen. Über Facebook, Cashmobil oder bei YouTube. Also wie ihr auch möchtet. Also ich stelle gern, sondern ich beantworte gern die Fragen, die ihr stellt. Und ja, vielleicht kann ich den einen oder anderen damit helfen. Und vielleicht hat auch der eine oder andere noch Tipps für mich. Also ich bin immer mit einem offenen Ohr dabei. Auf jeden Fall allen, die etwas in diese Richtung vorhaben, wünsche ich viel Erfolg. Stets Sonne, in dem Fall, wenn man Solar nutzt. Natürlich ist es mit Sonne sowieso besser, Urlaub zu machen. Aber ja, mit diesem Anbauzelt von VD immer noch die Möglichkeit, auch bei schlechtem Wetter, selbst in Kroatien bei einer Bora hat das Zelt standgehalten. Es fliegt, naja, ein bisschen hin und her, weil das doch sehr variabel ist, aber wahrscheinlich durch diese Variabilität ist es standhaft. Also es ist kein Hering raus, nichts, gar nichts. Und es hat standgehalten, ohne weiteres. Und die Bora ist nicht zu unterschätzen in Kroatien. Also die abfallenden Winde, wer nicht weiß, was die Bora ist in Kroatien. Abfallende Winde, die dann schon ganz schön von null auf nichts richtig viel Sturm machen können. Gut, liebe Leute, somit möchte ich mich verabschieden und wünsche allen eine gute Fahrt und hoffe, geholfen haben zu können. Euer Cashmobil Guido, bye bye, bis zum nächsten Mal, ciao.